Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal wieder eine Buchreview und zwar haben wir schon April. Und nein, diesmal ist es kein Harry Potter Buch, sondern meine Pinkbox Buchreviews und eine Instabox Buchreview, die ich zugeschickt bekommen habe. Sind einfach wieder vom Stück und ich dachte mir, ich drehe es mal wieder und zeige es euch. Und ja, wir haben es Februar und ich habe schon bis April meine Buchreview vorgedreht. Ich werde jetzt dann auch bald das andere Buch lesen und dann das Mal vorgelesen haben. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar habe ich hier von Violetta Simon, er sagt, sie sagt, süddeutsche Ausgabe, Sonderausgabe von der Süddeutschen Zeitung Edition. Das ist, Süddeutsche Zeitung ist ja eine der bekanntesten bayerischen Zeitungen und größten. Und in dem Buch geht es darum, dass es witzige alltägliche Beziehungs... Beziehungsabläufe einfach zeigt, so was es so gibt. Und das Buch ist echt zu empfehlen, mit dem Partner zu lesen, weil es echt lustig ist, wenn er dann quasi seinen Teil vorliest und du deinen und ja. Und das hat echt Humor, das Buch, das war so lustig. Ich habe es meiner Mom auch gegeben zu lesen, sie hat gesagt, das ist echt mega cool. Ist halt nur ein Auszug, aber trotzdem, das ist echt cool. Genau, dann habe ich hier auch eine Stelle gehabt, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Genau. Ich sterbe, ein kranker Mann braucht Mitgefühl, Zuwendung und Suppe. Leider fehlt vielen Frauen die Sensibilität, das zu erkennen oder die Bereitschaft mitzuspielen. Sie kommt ins Büro gehetzt, legt einen Ordner auf dem Schreibtisch ab und klemmt sich zwei Mappen unter den Arm. Gerade will sie weiter zum nächsten Termin, da bemerkt sie ein Vibrieren unter einem Papierstapel. Ihr vergessenes auf lautlos gestelltes Handy. Auf dem Blinken 14 Anrufe in Abwesenheit. Genervt drückt sie auf Annahme. Sie, hallo. Er, mit Grabestimme, kommst du bald nach Hause? Sie, hallo Schatz, du, ich habe gleich eine Besprechung, kann ich dich später anrufen? Er, später ist es vielleicht zu spät. Sie, wie meinst du das? Wo bist du überhaupt? Doch nicht etwa zu Hause. Er, ja, zum Glück. Ich habe es mit letzter Kraft auf die Couch geschafft. Sie, warum? Was ist los mit dir? Er, krächzt. Hörst du das nicht? Sie, oh, dir geht es nicht gut, stimmt's? Er, nicht gut. Ich fühle mich hundeelend. Sie, verstehe. Er, willst du gar nicht wissen, warum? Sie, seufzt. Aber sicher, was hast du denn? Er fragt lieber, was ich nicht habe. Alles tut mir weh. Der Hals, die Beine, der Kopf. Sie, für mich klingt das eher nach einer gewöhnlichen Erkältung. Er, gewöhnlich? An der Erkältung ist nichts, aber auch gar nichts gewöhnlich. Das ist mindestens eine schwere Grippe, wenn nicht sogar etwas Chronisches oder Seuchenartiges. Sie, bist du sicher? Er, sonst will ich dich schließlich nicht in der Arbeit belästigen. Sie, natürlich nicht. Er, also was ist? Kommst du bald? Kannst du das Meeting absagen? Sie, das ist leider unmöglich. Die warten schon alle. Außerdem wollte ich mich heute Abend mit Anja treffen. Er, oh nein, mein Bauch fühlt sich ganz komisch an. Es könnte aber auch die Leber sein. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Hepatitis. Sie, jetzt übertreibst du aber. Er, ich könnte jetzt Gründe gewinnen. Du würdest immer noch behaupten, es sei nichts, aber geh du dich ruhig amüsieren. Sie, schon gut, ich komme nach Hause, sobald es geht, ja? Und fügt den Gedanken zu, jetzt, wo du mir so ein schlechtes Gewissen eingeredet hast und dermaßen die Laune vermiest hast, er röchelt, wenn du unbedingt willst, wäre ja jetzt nicht nötig gewesen, aber mach schnell, ja? Das ist echt gut. Das ist echt so gut, das Buch. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es mir kaufe. Dann weiter geht's mit dem Buch von Colin Hoover, Zurück ins Leben geliebt. Tale, Colin, Coben und Miles fahren an Thanksgiving zu den Eltern von Tale und Coben. Als Miles sich verletzt und Tale ihn näht, küssen sie sich. Coben macht dann einen Witz, dass sein Freund Miles eventuell schwul ist und das mitten vor den Eltern an Thanksgiving. Und daraufhin gibt es so einen Familienstreit und ja. Und Tale ist halt Mädchen und die hat sich so in Coben verliebt. Ja, also das Buch war echt schon süß, aber ob es lesen würde, weiß ich nicht. Weiter geht's mit
von Alvin Hamilton, Armani Rebellen des Sandes. Genau, da geht es darum, dass Armani bei einem Schießwettbewerb mitmacht. Und sie gewinnt am Ende den Wettbewerb. Und Jin hilft ihr dabei. Und dies ist aber ein Fremder. Und als sie dann alle... Und sie möchte unbedingt Junge sein, weil in ihrem Land Mädchen nämlich nicht so sehr anerkannt werden und auch nicht so viel dürfen. Und sie möchte unbedingt als Mann einfach weg von den Eltern, weil sie nicht verheiratet werden möchte. Und ja, verkleidet sich als Junge und startet als Junge durch. Und das ist so krass. Ob ich es lesen würde, weiß ich nicht. Also meins ist es nicht so. Da würde ich eher das Buch davor lesen. Dann haben wir hier noch eine Leseprobe und zwar von J.R. Ward, Bourbon Kings. Da geht es darum, dass Lane Baldwin ein Junggeselle ist und millionenschwer natürlich. Seine Eltern haben eine der größten Bourbon-Hersteller, ist eine der größten Bourbon-Hersteller in Amerika. Und Lizzie arbeitet als Gärtnerin für die Baldwins. Und als sie, als Lizzie den Krankenwagen eines Morgens auf das Anwesen rollen sieht, wusste sie sofort, was los ist. Und Lane kommt, um seine Mutter sterben zu sehen und sich zu verabschieden. Und und dann trifft sie aber Lane und vor einigen Jahren ist was zwischen den beiden gelaufen und sie wollte eigentlich diese mysteriöse Person nie mehr wieder sehen. Also mal gucken, ob es Lane war. Ich vermute, dass Lane es ist. Also das Buch werde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist so spannend gewesen. Und dann noch das letzte. Das ist von Sarah J. Maas, Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Da geht es darum, dass ein Mädchen auf Jagd ist und als sie gerade eine Hirschkuh jagt, sieht sie einen Wolf und diese Wölfe sind alle irgendwie so total verzaubert und total gefährlich und wenn man Erregung auf sie zieht, dann wird man sterben und ja. Leider hat der Wolf die Hirschkuh erwischt und das Mädchen wollte ihr Leben nicht in Gefahr bringen, deswegen hat sie auf den Wolf geschossen, also mit dem Bogen auf den Wolf gezielt, hat ihn getroffen und am Ende ist er auch gestorben, hat die Hirschkuh dann mitgenommen nach Hause und noch plötzlich wurden sie heimgesucht, aber von wem weiß ich selber nicht. Ist eigentlich ein ganz gutes Buch, aber ich weiß es nicht, ob es ist so, ist es so meins, will ich es lesen? Ja, aber ich weiß es nicht. Ich müsste mir das wirklich beim Hundudel oder so angucken und kurz reinlesen, ob das wirklich was für mich ist. Ja, das war's aber auch schon mit der Buchreview. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ja, nächsten Monat gibt es dann wieder ein neues Harry Potter Buch. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's und wir sehen uns dann bald. Tschüss!